einen guten Grund. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Schwach, um zu überleben. Also nehme ich deins. Tyree! Ich werde mich beweisen! Für das Rudel. Als du dir heute früh gedacht hast, hey, ein guter Tag, mal ein absolut unsicheres Beförderungsmittel auszuprobieren, dann Bingo! Du nimmst nämlich die Schienen, hüpf auf eins dieser Teile und ab nach Fort Sonnenschein. Mit meinem letzten Atemzug!
verfluche ich! Du bist sauber von Toll! Entschuldigen Sie, ist es nicht gewohnt, das Rampenlicht zu teilen? Also, als wir klein waren, haben unsere Eltern sie nie aus den Augen gelassen. Taryn wollte alles aussaugen, was sie in die Finger bekam. Dann ist unsere Mom gestorben. Das geht irgendwie auf Taryns Konto, aber danach entschied unser Vater, dass wir nie von seiner Seite weichen durften. Er hat es ihr nie gesagt, aber er sah Taryn als Monster an. Und ich war nur ein Freak, nebenbei bemerkt. Aber wir haben ihn verlassen und sind nach Pandora gekommen. Was der alte Sack nicht verstanden hat, ist, dass ein Freak mit einem Echo-Stream heutzutage ein Star sein kann. Wenn du abspringst, mach dich gleich auf einen Kampf gefasst. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gern auf wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Zeit zu springen. Viel Glück, Kammerjäger. Ab in den Kampf! Wir tanken! Bereits tot. Das weißt du, oder? Doch.
dich aus! Leben nehmen, um andere zu retten. Ist zwar hart, aber wahr. Und jetzt überleg dir, wie du Dalton daraus schaffst. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Da ist er, der Waffenschmied höchstpersönlich. Danke, Kammerjäger. Diese Kultisten wollten mich zwingen, Waffen für sie zu bauen.
Das ist so ungefähr das Letzte, was ich will. Jacobs Waffen gehören in Jacobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Ich gehe zurück nach Reliance. Wir sehen uns da, Kammerjäger. Geschmeidige Operation. Gut, dass Dorton wieder auf unserer Seite ist. Komm vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Vergiss nicht, Dortons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Sagt man einmal was und schon ist es erledigt. Beginnt der Widerstand. Ich war überall in dieser Galaxis. Habe Dinge gesehen, so dunkel und schrecklich, dass du sie nicht glauben würdest. Aber diese Kalypso-Zwillinge und ihre Anhänger spielen in einer eigenen Liga. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass sie jemand aufhalten muss. Und ich glaube, dieser jemand bist du. Wir sehen uns, Kammerjäger. Habe ich dieses Abspielgerät wieder flott gemacht. Finden wir heraus, wo der Kammerschlüssel versteckt ist. Wie wär's, Kammerjäger? Der Gedanke, dass das vielleicht die letzten Worte von Montgomery Jacobs waren. Ich bin besoffen. Oh je. Ich bin besoffen. Und hab Schiss, Junge. Die Fanatiker sind hinter den Kammern her und somit hinter uns. Ist nur eine Frage der Zeit. Also, hör zu. Die große Reserve, der ölige Friedhof und das Familienjuwel. Da findest du den Schlüssel, Junge. Der Jacobs-Familienbaum hat Jahrhunderte überdauert. Lass ihn nicht sterben. Ah, ich vergesse niemals deine letzten Worte. Verdammt, aber auch. Dieses Scheiß-Sodbrennen bringt mich doch um. Okay, das reicht. Das Familienjuwel ist das Schiff meines Vaters. Es ist im Dschungel abgestürzt, nicht lang nach seinem Tod. Such das Juwel, Kammerjäger. Wenn die kryptische Nachricht meines Vaters stimmt, ist ein Schlüsselfragment an Bord. Alistair und ich gehen inzwischen den anderen beiden Hinweisen nach.
Kammerjäger? Aufgepasst, Schleimscheißer! Gefällt euch die Slum-Tour durchs Paradies? Sag einfach Bescheid, wenn die Kammer offen ist, ja? Es ist einfach toll, wenn das Abendessen schon auf einen wartet. Bis später, ihr Arschgeigen! Oh, lass gut sein, Troy. Bist du? Weißt du, wo ich das Familienjuwel finden kann? Oh, ich kenne das Familienjuwel. Ich bin Balex, der Navigator des Schiffs. Ich werde es dir beweisen. Hier sind die Koordinaten für meinen Arsch und jetzt komm und rette ihn. Okay, Balex, wo steckst du? Fast da, aber ich stecke gerade mitten in was drin. Und zwar in einem verdammt riesigen Dinosaurier. Achtung! Töt ihn, komm schon mal los, töt ihn! Das hier ist mein Lieblingsstück für die nächsten 5 Minuten. Wer morgen erschossen wird, wünscht sich, er hätte heute mehr Geld ausgegeben.